Hi, das ist der dritte Teil meiner vierteiligen Polsterserie, in der ich bei jedem Mal die Schwierigkeitsstufe ein bisschen steigere. Ich habe alle Materialien kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen von polstereibedarfonline.de und damit habe ich zuerst einen einfachen Hocker gepolstert und danach einen Stuhl mit Federkorb ganz neu aufgearbeitet. Dann geht es weiter mit Polsterobjekt Nummer 3. Das ist dieser Stuhl hier. So sah er vorher aus. Und jetzt habe ich ihn schon mal ein bisschen vorbereitet. Also ihr seht, das Holz sieht inzwischen ganz anders aus. Ich habe das Weiß gewachst und dann hier so ein paar Stellen mit kupferner Farbe angemalt. Normalerweise würde ich das natürlich erst dann machen, wenn ich die alten Polster raus habe. Aber ich möchte das jetzt gerne in einem Rutsch mit euch machen und deshalb habe ich das schon mal vorbereitet. So, was jetzt hier die Steigerung der Schwierigkeitsstufe ist, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, es geht nämlich um die Rückenlehne. Das ist jetzt das erste Polsterobjekt, was eine Rückenlehne hat. Und da haben ganz viele von euch so ein bisschen Respekt vor, weil sie nicht genau wissen, wie das funktioniert. Ich zeige euch das jetzt und dann werdet ihr sehen, dass auch das gar nicht so schwierig ist. Um die Sitzfläche kümmere ich mich später, die mache ich jetzt aber trotzdem schon mal raus, damit ich sie hier aus den Füßen habe. Die ist nämlich auch einfach nur eingelegt, da ist nichts geschraubt. Die fällt einfach so raus, wenn ich dagegen haue. Also die tue ich mir jetzt zur Seite. Und jetzt mache ich weiter mit dieser Rückenpolsterung. Und als allererstes, wie bei allen Polsterobjekten, geht es erstmal darum, den alten Kram darunter zu kriegen. Ich weiß nie genau, was da drin ist und da muss man sich immer ein bisschen überraschen lassen. Und auch hier starte ich jetzt einfach damit, dass ich das Polster entferne. Hier ist rund um das Polster sind Polsternägel angebracht und die muss ich jetzt alle rausholen, damit ich dann halt diesen Stoff lösen kann. Und das mache ich jetzt einfach. Ich kann hier jetzt auch noch nicht sehen, ob sich das um Einzelnägel handelt oder um eine Leiste. Es scheinen einzelne Nägel zu sein. Also bin ich jetzt hier erstmal eine Weile damit beschäftigt, die alle rauszuholen, aber wie ihr seht, eigentlich klappt das ganz gut. Jetzt ist also soweit, jetzt kann ich gucken, was eigentlich hier drunter ist. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, unter dem Stoff direkt drunter ist ein Polstervlies. Da drunter ist Schaumstoff. Und da drunter ist Pappe. Und ihr seht, also von der Rückseite hat dieser Stuhl auch eine Stoffbespannung. Und das ist jetzt der Stoff von der Rückseite, der um die Pappe geschlagen ist. Jetzt muss ich mal schauen, wie die Pappe denn hier befestigt ist. Und hier sehe ich eine Tackernadel. Ich vermute also, der ist da eingetackert, der ganze Apparat. Ja, dann reiße ich mir das erstmal alles ab und dann gucke ich, dass ich dann die Rückseite auch da rauskriege. Die Tackerklammern sind jetzt alle raus. Jetzt kann ich gucken, wie ich das rausbekomme. Also die Pappe, die lässt sich jetzt lösen. Habe ich gerade schon festgestellt. Aber der Stoff, der ist zusätzlich dann noch verklebt. Ich fürchte, der hilft nur. Nee, verklebt ist der nicht. Ich sehe, der hat auch nochmal Tackerklammern. Der ist auch nochmal separat vorher festgeklammert worden. Also noch eine Runde. Und dann, wenn die Tackerklammern alle raus sind, dann kann ich endlich den Stoff hier abnehmen. Und das war die Rückseite. Und jetzt seht ihr, der Stuhl ist entkernt. Und jetzt kann man anfangen, den Stuhl wieder neu aufzubauen. Und das mache ich genauso, wie der jetzt auch aufgebaut war. Das heißt, als allererstes brauche ich den Stoff für den Rücken und die Pappe. Und da ist ganz praktisch, dann nehme ich mir einfach die alte Pappe als Schablone. Ich habe jetzt hier eine neue Polsterpappe. Das ist wirklich speziell zum Polstern gedacht. Die gibt es in großen Bögen zu kaufen. Und sowas nehme ich jetzt einfach und zeichne mir jetzt ganz grob den Umriss von dem alten Stück hier auf. Und dann schneide ich mir das erstmal großzügig mit einer guten Schere. Nicht Stoffschere natürlich, sondern eine Schere, mit der man auch Papier und Pappe schneiden darf. Ich schneide mir es erstmal ein bisschen großzügiger aus, weil die Pappe etwas kleiner ist als der Ausschnitt. Dann kann ich mir das gleich perfekt anpassen. Jetzt lege ich die mir in meine Rückenlehne und gucke, ob das passt.
So, hier ist es jetzt noch ein bisschen zu groß. Hier kann ich ruhig genauso schneiden, wie es vorher angezeichnet war. Und hier nur ein bisschen und unten nehme ich jetzt erstmal nichts weg. Jetzt habe ich ein bisschen gefrickelt und immer wieder angepasst und jetzt passt die Pappe hier perfekt rein, liegt locker drin. Ihr seht, hier ist die Linie, die ich vorher angezeichnet hatte. Hier brauchte ich ein bisschen mehr. Ich möchte das nämlich jetzt anders machen als bei dem alten Stuhl. Ich möchte den Stoff nicht da drum schlagen, sondern wirklich nur rückseitig aufkleben. Dann spare ich mir nämlich eine Tackerrunde und ich bin sicher, dass hinterher der Stoff dann glatt aufliegt. So, hier habe ich auch schon meinen neuen Stoff. Ein schöner unifarbener blauer Stoff und da lege ich mir, habe ich jetzt schon mal grob zugeschnitten, da lege ich mir jetzt die Pappe einfach drauf und hier habe ich die Webkante von dem Stoff, das heißt, wenn ich mich an der Webkante orientiere, bin ich auch sicher, dass es wieder mit dem Fadenlauf richtig übereinstimmt und diese Pappe klebe ich jetzt einfach auf den Stoff. Jetzt wieder ein paar Minuten warten und dann kann ich zusammendrücken. Und wenn es dann aufeinander klebt, dann kann ich jetzt mit der Stoffschere rundherum den Stoff einfach auf genau die gleiche Größe schneiden wie die Polsterpappe. So, und jetzt habe ich meinen neuen Rücken. Und den tackere ich mir jetzt einfach in den Rahmen von dem Stuhl ein und dann ist der Rücken eigentlich schon fertig. So, ich gucke natürlich, dass hier keine Falte entsteht oder ähnliches. Das fühle mal von unten, ob das auch alles glatt liegt. Und dann kann ich fixieren. Hier im ersten Schritt reichen auch ein paar, weil so viele Klammern wieder später noch reinkommen, die werden das dann ja alles mitfixieren. Die soll mir für den Moment reichen. Jetzt gucke ich mir die Rückseite an. So sieht das jetzt aus. So, ich sehe hier, gut, dass ich geguckt habe. Hier ist so eine kleine Welle, die muss ich mir jetzt noch rausziehen, aber ansonsten ist das schon alles, was man für den Rücken tun muss. Diese kleine Falte ist jetzt raus, ich habe einfach diese Klammer nochmal rausgeholt, habe hier hinten den Stoff glatt gezogen, festgedrückt und nochmal fixiert. Jetzt ist es alles perfekt plan und jetzt kann ich weitermachen mit dem Aufbau von dem Polster. Als nächstes geht es mit dem Schaumstoff weiter. Hier nehme ich mir jetzt das alte Schaumstoffpolster, lege mir das auf mein neues drauf und dann schneide ich wieder rundum mit dem Cuttermesser richtige Größe zu. Dann schaue ich mal, wie das passt. Hier unten ist noch etwas viel. So, jetzt passt es ganz gut drauf. Ihr seht, das ist ein bisschen kleiner als die Pappe, aber da kommt ja hinterher auch noch Polsterwatte drüber, beziehungsweise Polstervlies kommt da drüber und deswegen darf das gar nicht bis ganz zum Rand gehen. Das klebe ich mir jetzt hier mit dem speziellen Sprühkleber wieder auf und dann geht es mit dem Polstervlies weiter. Hier ist jetzt die das Polstervlies und das wird jetzt hier drüber gelegt. Gespannt, dann soll das wieder das Schaumstoffpolster etwas formen und dann wird es festgetackert. Um zu verhindern, dass sich hier so Wellen bilden zwischen den einzelnen Tackerklammern, setze ich die erst einmal grob, um grob zu fixieren und dann gehe ich nochmal reihum und mache nochmal ganz eng beieinander sitzende Tackerklammern. Dann zieht sich das nämlich alles hier schön glatt und es bilden sich keine Wellen. So, und wenn das jetzt hier alles schön sauber anliegt, dann schneide ich mir nur noch ganz knappkantig das überschüssige Material hier ab. Damit ist das Polsterinnere fertig und jetzt muss nur noch der Stoff drauf. Meinen Stoff habe ich mir jetzt grob zugeschnitten schon und den positioniere ich jetzt da schön drauf, guck wieder, dass das jetzt auch mit dem Fadenlauf wieder schön aussieht, also jetzt nicht dahinter irgendwie diagonal liegt. Und dann fixiere ich mir das Ganze erstmal wieder mit Polsternadeln, damit das nicht verrutschen kann. Die setze ich jetzt natürlich ganz flach an, damit ich ja nicht hinten durchsteche. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, also jetzt müsst ihr ein bisschen Geduld haben, denn jetzt müsst ihr die Kante jeweils einschlagen und zwar so weit, dass es dann hier schön perfekt abschließt und das muss dann festgetackert werden. Und gerade bei den Rundungen ist es besonders schwierig, bei der langen Strecke hier, bei der geraden ist das nicht so schwer und deshalb fange ich jetzt auch damit an. Ich
mache jetzt einfach die erste Fixierung, habe das eingeschlagen und fixiere jetzt von außen mit der Tackerklammer. Und hier gilt das Gleiche wie auch natürlich bei den Sitzpolstern, dass ihr immer gegenüber dann arbeiten solltet, damit ihr den Stoff nicht in irgendeine Richtung diagonal verzieht. Ich habe jetzt hier fixiert, das heißt, ich gehe jetzt auf die gegenüberliegende Seite, muss mir das jetzt hier schön einschlagen. Gucke, dass das gerade liegt, aber es sieht soweit gut aus. Dann fixiere ich hier. Und so gehe ich jetzt immer ein Stückchen weiter, bis ich beide Geraden fixiert habe. Sobald jetzt hier die langen Seiten fixiert sind, mache ich mit den kleinen und den kurzen Seiten weiter. Und ich muss hier gleich irgendwie versuchen, diese Rundung schön zu bauen, aber ich mache jetzt trotzdem erstmal oben am höchsten Punkt eine Fixierung und dann ziehe ich auf der anderen Seite unten gegen. Ich gucke jetzt auch, wie ich genau so viel einschlage, dass sich das hier schön dran fügt. Und dann fixiere ich. Ist die Klammer nicht ganz reingegangen, aber ist nicht schlimm. Fest ist es. So. Und jetzt gehe ich auf die andere Seite. Mache hier das Gleiche. Hier habe ich jetzt relativ viel über. Wenn es zu viel ist, dann könnt ihr es euch natürlich auch abschneiden. Aber das geht jetzt hier gerade noch. Hier versuche ich jetzt auch, möglichst weit zu ziehen. Und setze dann die Klammer. So. Und jetzt kann der Stoff in sich schon gar nicht mehr verrutschen. Jetzt kann da gar nicht mehr viel passieren. Jetzt kümmere ich mich hier um die Ecke. Und das weiß ich aus meinen vorhergegangenen Projekten, dass das immer so ein bisschen schwierig ist, da wirklich eine schöne Rundung hinzukriegen. Aber mit ein bisschen Geduld funktioniert das auf jeden Fall. So, hier ist das zum Beispiel jetzt noch gar nicht so schwer, weil die Rundung jetzt noch nicht so stark ist. Nur hier dieser Punkt, der ist meistens etwas kniffelig. Seht, entsteht so ein bisschen so eine Wulst, aber das ist noch in Ordnung. Ihr müsst ja bedenken, am Ende wird das ja noch mit einer Zierleiste oder mit Nägeln oder mit einer Gimpe versteckt, werdet ihr gleich sehen, und deshalb reicht mir das so jetzt schon. Hier habe ich jetzt eine andere Situation. Hier habe ich einen kurzen Bogen nur, aber der ist natürlich fast schon eine Ecke. Und deswegen muss ich jetzt hier ein bisschen mehr einschlagen. Da ist es umso wichtiger, dass ich da drin keine Wülste oder Falten schlage. So, das sollte reichen. Jetzt setze ich hier zwischen den Klammern noch möglichst viele dazu, damit diese Wellen so ein bisschen ausgeglichen werden. Und dann kann es auch schon an die Verzierung gehen. Um die Tackernadeln jetzt verschwinden zu lassen, optisch, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann das natürlich so nageln, wie es vorher war, finde ich aber extrem schwierig, weil da muss man wirklich viel Erfahrung haben, glaube ich, um die Nägel wirklich alle senkrecht perfekt reinzuschlagen und vor allen Dingen so, dass sie wie aufgereiht an einer Perlenschnur hinterher auch aussehen. Also das ist mir zu viel Arbeit und ich glaube, das würde ich auch nicht so perfekt hinkriegen. Deshalb habe ich mich jetzt entschieden für eine sogenannte Gimpe. Das ist hier so ein Band, was ganz flach gewebt ist, und das kann man hier anlegen und fixieren. Und am besten fixiert man das mit Heißkleber. Deshalb habe ich mir hier eine Heißklebepistole zurechtgelegt und jetzt gebe ich hier einfach auf den Rand etwas Heißkleber und drücke dann Stück für Stück die Gimpe daran fest.
seht, bildet das einen super Abschluss, ohne dass man noch irgendwas von den Tackernadeln darunter auch nur erahnen kann. Gerade hier in der Ecke ist es gut, mehr Kleber zu nehmen, damit, weil sich das automatisch hier drin ist, der Radius hier kleiner als hier außen und dadurch legt sich das hier so ganz leicht in Wellen. Deshalb ist es immer besser, da ein bisschen mehr Kleber zu nehmen. Habe ich jetzt auch zu wenig genommen. Also lege ich hier nochmal nach, damit sich das auch wirklich schön anlegt. So sieht das Ganze dann aus, wenn die Gimpe vollständig angebracht ist. Und ich habe mir jetzt hier ein paar Markierungen gemacht. Da möchte ich nämlich Polsternägel zur Zierde und vor allen Dingen für die zusätzliche Fixierung von dieser Gimpe einschlagen. Dafür habe ich jetzt neue kleine Nägel. Die alten wollte ich jetzt nicht nehmen. Die waren nämlich nicht mehr so schön. Die hatte ich schön mit dem weißen Wachs verschmiert. Also schlage ich die jetzt ein. Das mache ich jetzt ganz vorsichtig, weil ich da jetzt ja ein bisschen Kraft aufwenden muss und ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass der Stuhl, also das Holz vom Stuhl dann etwas leidet. Also ganz vorsichtig versuche ich die jetzt mittig in die Gimpe einzuschlagen. Auch recht mittig geworden, aber ihr werdet mir glauben, dass eine Rundumverzierung mit diesen Nägeln fast ein Ding der Unmöglichkeit ist für jemanden, der das nicht täglich macht. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Und so sieht das am Ende dann aus mit den Nägeln zur Verzierung und damit ist die Rücklehne auch schon fertig. So, und jetzt kommen wir zu der Sitzpolsterung. Das ist das, was noch fehlt. Hier haben wir wieder eine sehr einfache Polsterung, weil hier ist auch eine Holzplatte drin, wie ich das fühle. Und der Stuhl ist unfassbar unbequem, dadurch, dass er keine Federn hat. Und ich, als erstes nehme ich jetzt wieder alles ab, was da drauf ist und gucke, was da drin ist. Aber meine Grundidee ist es, dieses Sitzpolster umzuwandeln von einer unbequemen Holzplattenlösung zu einer Lösung mit Federkorb. Ob mir das gelingt, schaue ich mir dann gleich selber mal an, das erste Mal. Aber jetzt erstmal müssen wieder Tackerklammern entfernt werden. So, nachdem ich jetzt schon Tennisarm habe und hier sehe, dass es sich hier um wirklich nur ein ganz, ganz billiges Pressholz handelt, habe ich überlegt, ich möchte hier einen Federkorb neu einbauen. Und das Einzige, was ich dann hiervon brauche, ist eigentlich ein Rahmen für diesen Federkorb. Und aus dem ollen Holz muss ich gar nicht unbedingt einen Rahmen bauen. Und deshalb habe ich geguckt, ich habe hier noch ein Stück Holz, ein Stück Restholz. Und daraus würde ich den Rahmen lieber bauen. Das heißt, mir geht es jetzt einfach nur noch darum, das Zeug hier so runterzukriegen, dass ich diese alte Platte als Schablone auf mein Holz legen kann. Die lege ich mir jetzt hier auf mein eigenes Stück Holz. An der einen Seite lege ich es bündig an, damit ich die nicht sägen muss. Und dann zeichne ich an. Und das schneide ich mir jetzt mit einer Stichsäge aus. So, direkt wieder was dazugelernt. Ich habe jetzt hier aus diesem Fichtenholz einen Rahmen gebaut, aber das geht natürlich gar nicht. Ich habe euch ja in einem der vergangenen Projektvideos schon gezeigt oder gesagt, dass so ein Rahmen für so einen Stuhl immer aus Hartholz ist. Meistens aus Buche und das ist natürlich so ein Fichtenholz überhaupt nicht. Und gerade wenn ich dann auch noch einen Rahmen ausgeschnitten habe, das wirkt mir alles viel zu instabil. Also wenn wir mal. Ja, genau das wollte ich euch sagen. Das eignet sich also überhaupt nicht für einen Stuhl. Deswegen werde ich das gleiche jetzt nochmal machen mit einer MDF-Platte. Das ist auch nicht das perfekte Material, aber es ist zumindest um einiges stabiler. Also nochmal von vorne. So, der MDF-Rahmen ist jetzt fertig. Der gefällt mir schon um einiges besser als eben das Ding aus Fichtenholz. Ist um einiges stabiler. Es ist nicht das richtige Material und eigentlich baut man auch einen Rahmen. Also normalerweise müsste ich jetzt hier 4 Einzelteile nehmen und die zusammen machen. Das ist aber nicht so einfach, weil wie ihr seht, ist das hier kein einfaches Rechteck. Das ist ein Trapez und sowas zu bauen ist relativ anspruchsvoll. Und ich möchte euch ja zeigen, wie es ganz einfach geht und deshalb mache ich das jetzt einfach so, auch wenn es ein bisschen unkonventionell ist. Denn jetzt der nächste Schritt ist der hier. Ich habe einen
neuen Federkorb gekauft. Kriegt man zum Beispiel auch bei Polstereibedarf Online, beziehungsweise habe ich nicht gekauft, hat mir Polstereibedarf Online kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ich baue den mir jetzt ein. Mache ich aber nicht mehr heute, habe ich mich jetzt keine Zeit mehr zu und deshalb gibt es jetzt erstmal einen Cut. So, neuer Tag, aufgeräumt und es kann weitergehen. Ich habe hier mal einen etwas unkonventionellen Stuhlrahmen aus MDF, hält aber trotzdem ganz gut, auch wenn es nicht die Bauart ist, wie man es normalerweise machen sollte. Und hier wird jetzt der Federkorb eingebaut. Ich habe hier die kleinste Version, die es gibt. Das sind 3x3 Federn und der muss jetzt hier eingebaut werden. Dafür haben wir hier auf dieser Achse sind jeweils drei, ja, Verstrebung aus Metall und da gehören jeweils zwei Schrauben, beziehungsweise ich nehme Schrauben, eigentlich gehören da wahrscheinlich Nägel rein. Damit wird das hier montiert und dann werden die einzelnen Federn auch nochmal fixiert mit diesen Ketten. Wenn ihr das auch einbaut in einen Rahmen, dann müsst ihr natürlich schauen, dass dieser Federkorb reinpasst. Durch dieses Biegen, ihr seht, ich habe das hier schon ein bisschen vorgebogen, kann man das so ein bisschen steuern. Also wenn ich das jetzt hier so halte, seht ihr, dass der Federkorb gerade so reinpasst in den Rahmen. Und damit ich das jetzt festschrauben kann, lege ich mir jetzt links und rechts Holz drunter, damit ich eine plane Auflagefläche habe zum Schrauben. Und jetzt im ersten Schritt nehme ich mir kleine Schräubchen und fixiere mir den Federkorb. Eigentlich soll man MDF ja vorbohren, aber das sind so feine Schrauben, ich hoffe jetzt einfach mal, dass die auch halten. Dazu lege ich mir jetzt die hier so an, dass ich möglichst hier mit dem gleichen Abstand zur Außenkante die Festschraube, weil dann kann ich sicher sein, dass der Federkorb auch gerade sitzt. So, ich habe jetzt auf jeder Seite hier 6 Schrauben drin. Das dürfte halten. Ich musste einmal hier korrigieren. Hier seht ihr noch meine Löcher. Es muss nämlich natürlich gewährleistet sein, dass die Federn jetzt alle mittig sitzen. Das heißt, dass sie hier den Abstand noch zu dem Rahmen haben, sodass sie sich auch da drin bewegen können. Und als nächstes müssen jetzt die Federn fixiert werden. Diese Ketten, die hier dran sind an jeder Feder, die sollen dafür sorgen, dass es sich innerhalb der Sitzfläche die Federn sich nicht verschieben können oder verziehen können. Und die muss ich jetzt befestigen. Normalerweise macht man das mit Polsternägeln. Aber in MDF jetzt hier so einen dicken Nagel reinzuschlagen, halte ich für keine so optimale Idee. Deshalb nehme ich mir jetzt Schrauben, die sind etwas dicker als die eben. Und mit denen schraube ich jetzt einfach das Ganze fest. Aber ihr seht, die Schrauben, das wäre hier ein bisschen eng. Die sind etwas, eigentlich ist der Schraubenkopf etwas zu klein. Deshalb nehme ich mir völlig unkonventionell jetzt noch eine Unterlegscheibe dazwischen und schraube das dann so fest. So, jetzt sind alle neuen Ketten befestigt. Ist jetzt alles in sich stabil. Und jetzt mache ich im Grunde genauso weiter wie bei meinem letzten Polsterobjekt. Da kommt jetzt erstmal Federlein drauf und dann wird das festgetackert. Als nächstes kommt der Polsterwatte drauf, danach Schaumstoff, nach dem Schaumstoff kommt dann das Polstervlies und am Ende der Stoff. Und da natürlich wieder darauf achten, dass die Ecken schön werden. Wenn ihr dann alles befestigt habt, dann ist das Polster fertig und kann in den Stuhl eingelegt werden. Wenn euch das jetzt zu schnell ging mit den einzelnen Schritten, dann guckt gerne bei meinem letzten Video vorbei. Da erkläre ich euch das mit dem Polstern von dem Federkorb nämlich ganz genau. Der Stuhl ist fertig, die Rückenlehne, habt ihr gesehen, ist gar nicht so schwer. Traut euch also ruhig daran. Und wenn man ein bisschen experimentieren mag, dann kann man selbst aus einem holzplattengefederten Stuhl mit echten Federn nachhelfen und dann sieht das am Ende so aus. Und bequemer ist es auf jeden Fall. Und wenn ihr Lust habt, dann ist es jetzt Zeit für mein letztes und schwierigstes Polsterobjekt, bei dem selbst die Armlehnen neu gepolstert werden mussten.